Ahoi und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Phasmophobia mit dem Marek. Hallo. Ja, noch ist hier ein kleiner Weihnachtsbaum, aber wahrscheinlich nicht mehr lange, denn ja, das neue Jahr fängt bald an. Also das heißt, das letzte Mal Weihnachtsflair und fiese Schneebälle ins Genick. Mit ein bisschen Grusel. Wow. Auf geht's. Lass uns einen Geist packen. Ich dachte, mit dem Schnacken. Das können wir auch machen. Wir schnacken ihn so lange voll, bis er das Haus verlässt, in dem er spukt. Achso, ich habe jetzt Profi gemacht, ne? Nicht Okay. Albtraum. Können wir nachher nochmal wieder eine Runde Albtraum zocken? Alright. Wir haben den Geist Joseph White. Okay, er soll eine Kerze ausblasen und durch Salz wandern lassen und ein Fötelchen machen. Nehme ich den nochmal gleich mit, wenn er sich jetzt wahrscheinlich noch nicht in seiner diabolischen Präsenz gleich zu Anfang zeigt. Aber wer weiß. Und wer weiß, wie die Geister überhaupt im Jahr 2022 ticken. Geister und Geisterinnen. Geschlechtsneutral formuliert. Strom's Oder was an. heißt geschlechtsneutral? Wie nennt man das denn überhaupt? Also nicht diskriminierend gemeint, also politisch korrekt. Da, doch die Pflanze gewuppt. Die sah gerade aus, als ob die da so ein bisschen hochgesprungen wäre. Also ich habe ein Board gefunden. Okay, wollen wir das gleich benutzen? Da rollt die Ball, da ist das der Ball durch die Tür gerollt. Der ist da einfach durchgekommen. Hast du das auch gesehen? Nee, ich habe nur noch den Ball gesehen, wie du das Foto gemacht hast. Aber Aber klein. kein EMF. Nee. Oder er kam aus der anderen Seite. Aber er kam, ich habe ihn doch hier durch die Tür gesehen. Oder meinst du, er ist quasi erst hier rausgekommen, in den anderen Raum gerollt, dort abgeprallt und wieder. Also zweimal durch die geschlossene Tür durchgekullert? Keine Ahnung. Bist du hier? Da war doch was. Ich bleib noch mal ein bisschen hier. Ahaha. Ich hatte es im Geisterurin. Hä? Wo ist er denn jetzt? Da, direkt hier an der Tür. Direkt hier, wo sich der Geisterball manifestiert hat. Also eher so, es fängt hier schon an, also vor der Tür, also es ist die Ecke. Da, Die gute alte Ecke. fummelte an der Tür rum. Also er ist hier gerade aktiv. Ich renne für mehr Equip. Joseph, bist du hier? Ey, yo. Wo bist du? Was willst du? Das werden wir gleich mit diesem Salz herausfinden. Auf dass es ihm unter seinen nackten Geisterfüßen kleben bleibt. Das ist eklig. Spielt er am Radiosender? Ich habe hier so ein Wirbelapparat in der Toilette gefunden. Wirbelapparat? Ich dachte, das nennt man Klospülung. Nee, nee, das, was wir uns da hinten da am Rücken haben, so. Jetzt hast du mich neugierig gemacht. Wie Wirbelapparat. Na, so eine Säule. Säule? Mit Was denn? Wirbeln. Hä? Kombiniere, Watson. Was denn für eine Säule mit Wirbeln? Was hast denn du in deiner. Was hast denn du in deinem Badezimmer? Nein, im Rücken hat man das. Im Rücken?
Was hast du denn für eine Säule mit Wirbel im Rücken? Ein Rückenkratzer? Ich sehe hier nichts. Ich hab's schon eingepackt, das war eine Wirbelsäule. Ach so! Ach so, ich dachte, da liegt irgendwas im Badezimmer, was irgendwie. Ja, eine Säule mit Wirbeln. Ja, so eine Säule, genau. Und ich dachte, das ist dann irgendwie ein Rückenkratzer oder irgendwas. Vielleicht hätte ich auch einfach nur gerne einen Rückenkratzer. Mir wurde keiner geschenkt zu Weihnachten. Jetzt schubbere ich mich immer an meinem Schreibtischstuhl, während ich Computer spiele. So wie Bären an einem Baum. Deswegen brauche ich auch mal alle 2 Monate einen neuen Schreibtischstuhl. Durchgeschubbert. Aha, er ist hier durchs Salz gesteppt. Nein. Aha. Jetzt habe ich kein Fotoapparat mehr. Was denn? Da ist ein Fingerli am Fenster. Ein Fingerli. Ich glaube, ich muss mal. Ich weiß nicht, ist noch alles Sahne oder? Ja, knapp an der Sahnegrenze. Schon so halb flüssig, ne? Ich nehme mal lieber, glaube ich, ein bisschen Sahne steif. Nein, jetzt habe ich den. Na gut, wir haben das ja eh schon. Schreib in das Buch, Joseph. Wir kommen gleich wieder mit mehr Sahne. Voll gesahnt. Da. Drei Sahnepillen sind drin. Oh, jetzt sieht das wieder richtig. Okay, Kerze. Hat sich das schon erfüllt mit der Kerze? Yep. Ja, hat er schon gemacht. Ist doch nett. Dann nehme ich nochmal das. Oh, er hat das Licht wieder angemacht. Glaube ich zumindest. Es ist ein Genie. Ich glaube, ich sehe eine Orb. Dann ist es zu 99,9% ein Mimik. Ich habe nochmal ein Thermometer mit reingenommen. Der spielt hier schon wieder an der Tür rum. Da ist er auch gesteppt. Pack mal bitte das Dotterparat, das Eidotter, in den Raum rein. Minus 7 Grad. Ah, check. Ja, Orb auf jeden Fall. Moment, was haben wir denn jetzt schon? Wir haben doch schon voll viel. Halt, stopp, Geist. Gefriertemperaturen. Und, Fingerabdrücke? Fingerli. Mimik ist. Naja, aber. Ich weiß, ja. Ah ja, ne? Der Fakey-Geist ist da noch mit drin. Das wäre Box. Hallo, bist du hier? Können wir dir helfen? Bist du ein Kind? Wie alt bist du? Bist du ein Fake-Geist? Bist du ein Fake-Geist? Gib uns ein Zeichen. Aber warum räucherst denn du, wenn ich gerade versuche, mit ihm zu sprechen? Ach, der mag das. Magst du Weihrauch und Myrrhe? Oh. Da hat er irgendwo was gemacht. Joseph White. Was macht er denn da? In der Ecke irgendwas. Was glöckelt denn hier so? Hier, guck mal hier und da und hier.
Joseph White, wie alt bist du? Sprich mit uns. Oder gib uns ein Zeichen. Also er ist auf jeden Fall ziemlich aktiv, auch im Dunkeln. Ich dachte erst so, ne, vielleicht ist es ein Genie. Aber sprechen tut er irgendwie nicht. Ich kontrolliere nochmal unsere Sahne. Ich bin schon da. 70, 80. Boah, ist ja noch easy peasy. Oh. Gib uns ein Zeichen. Joseph White. Also er ist auf jeden Fall wirklich sauaktiv, ne? Schreib in das Buch. Das brauche ich gar nicht machen, glaube ich. Schreib trotzdem rein. Nein, mach was Sinnvolles, rede mit uns. Also es ist entweder ein Handtuch oder Mimik. Was braucht ein Handtuch wäre halt dann Box. Nee, Handtuch wäre Orb und Mimik wäre Box. Ach so. Bei niedrigen Temperaturen kann sich die Handtuch schneller bewegen. In Wärmen langsamer. Und bei Mimik weiß man nicht so richtig, was er macht. Der faked. Ja. Hast du noch ein Fotoapparat da? Joseph White. Rede mit mir, Joseph. Wie alt bist du? Wo bist du? Bist du ein Kind? Ich weiß leider nicht, was der Mimikgeist noch für einen Beweis hat. Box. Ach ja. Ich hatte doch gerade einen Kaffee. Tja, aber wenn er nicht sprechen will, was machen wir dann? Dann sagen wir, es ist ein Handtuch. Bist du ein Handtuch? Warst du das gerade? Ja. Sprich mit uns. Na, ich denke, es ist ein Handtuch. Gib uns ein Zeichen für ein letztes Foto. The last picture. Bist du hier? Ich glaube, er ist auch weg. Hat sich jetzt abgemeldet. Ich würde sagen, es ist ein Handtuch. Wir haben so lange jetzt mit der Box probiert. Alleine, zu zweit. Dann lag sie da noch die ganze Zeit. Da hätte er auch quatschen können. Ja, okay. Da bin ich bei dir. Halt, ich muss noch eintragen. 3, 2, 1. Ah! Wir haben ziemlich viele Fotos gemacht. Mehr Cash. Das gibt Money. Handu. Und es ist ein Handu, das ist funny. Nice, guter Start. Okay. Ist alles drinne? Genug Sahne? Ja. Okay. Albtraum jetzt oder Profi nochmal? Einen Albtraum machen, ja. Und dann gibt es Albtraum. Okay, also während der Jagd mit einem Räucherstäbchen vertreiben, EMF-Reader-Beweis und Bewegungssensor. Und natürlich, um welchen Geist es sich handelt. Jennifer Martinez. Na, Miss Martinez.
Ich lasse dich einfach als erstes mal ins Haus gehen, weil ich denke, dann schießt sich der Geist sofort auf dich ein. Er spürt deine Präsenz als erstes und sagt sich sofort dann, okay, der ist dran. Das kann man so oder so sehen. Gut. Vielleicht denkt er auch, wenn ich als zweites reinkomme, okay, das ist das leichtere Opfer. Ja, denkt sich so, oh, da ist ja einer vorgehen und da. Ich finde diesen Keller hier so seltsam. Da kommen immer so seltsame Geräusche raus. Vielleicht deutet das auf eine Geisteraktivität hin. Der ist einfach nur komisch, der Keller. So, Strom ist gleich an. Jetzt. Sehr gut, dann mache ich hier mal ein bisschen Licht. Ich habe eine schöne Truhe gefunden. Bist du hier? Ich bin hier. Ja. Ja, guck dir mal die Truhe hier an. Die blaue? Daneben. Ah, da war eine Tür. Hast du gesehen? Die da unten? Ah, ich glaube, wir haben nicht dieselben Bilder. What? Okay. Spannend. Also ich habe da eine schöne Truhe stehen, aber ist wahrscheinlich random. Das hat sich irgendwie nachher vorne Hier. angehört, ne? Aber ist es dann mehr so hier der Flur oder so? Vermutlich hier eher. Das Gefühl, das ist ganz oft die Ecke in dem Haus hier. So, damit ist der EMF-Beweis erfüllt. Standen, waren die komischen Geräusche. Oh Gott, hab ich mich erschrocken. Oh! Okay. Da sind die Birnen durchgeknallt. War das nicht charakteristisch für einen kleinen, bestimmten Geist? Ja. Habe mich voll erschrocken gerade. Ich komme rein und sofort, ist mir direkt die Flatter gegangen. Also, dass die Videokamera in Ortec geflackert, als ich in dem Bereich war. Was war das denn für ein Geist? Goyo oder so. Kann sein, kann sein. Jurai. Der Goryo. Zeigt sich nur vor den Kameras, wenn keine Menschen in der Nähe sind. Du bist ja auch gerade hier, ich guck mal gerade. Raiju. Ah, okay. Was hättet ihr denn? EMF, Geister, Orb und Dots. Dann starre ich mal ganz kurz hier auf die Kameras. Aha, da flackert schon wieder das Licht. Geister, EMF, dort, okay. Warp sehe ich gerade jetzt noch nicht. Mach Dots mal habe ich. Lichtausgleich. Oh, ja, mit der Kopfcam ist es cool. Das ist eine Standcam, die ich mittrage gerade. Ach so. Ich hatte Frost. Haben wir vielleicht noch mehr Dots? Damit ist ein Raichu aber raus mit dem Frost.
Vielleicht war das ja doch ein anderer Geist. Schauen wir mal, ob wir irgendeinen Beweis kriegen. Okay. So, ein Raichu ist ein Dämon, der sich von Strom ernährt. Okay, ich mach mal ein bisschen Salt. Also einmal Pillies habe ich jetzt auch genommen. Irgendwie habe ich gerade ein bisschen Angst, dass er mich frisst. Er war hinten beim Bewegungssensor. Aber haben die Videokameras nichts gebracht? Nee, bisher noch nicht. Also. Ich pack den mal hier hin. Bisschen mehr da in den Flur. Aha, er ist hier lang gesteppt. Oh, er hat gesprochen. Ah, er hat gesagt, hört. Zwillinge, Onryo oder Mimik? Nee, kann da nicht sein, leider. Vielleicht Mimik, weil er wieder faked. Also, wie gesagt, ein Goryeo macht eigentlich das mit den Mit den Birnen. Birnen. Nicht der Goryeo. Raichu? Ja genau, und der Raichu macht das eigentlich. Also er stört elektrische Geräte, aber. Ich glaube, Mimik faked einfach alles. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde ihn sehr unsympathisch. Wirklich sehr. Ich mag den gar nicht. Ich glaube, der will einen fressen hier, der Geist. Also wenn wir jetzt Box und Gefriertemperatur haben, kann es Mimik, Zwilling oder Onryo sein. Ja, ich habe noch mal eine Pillenpackung genommen. Nimm auch noch mal eine. Moment. Der hat schon wieder... Hat er das Licht abgemacht? Ich werde ihn einfach ausräuchern, so. Du hast dich nicht anders verdient. Er quatscht einfach weiter. Hast du ein Thermometer dabei? Nee. Ah, ich glaube, haben wir gar keins, verdammt. Wir sollten nochmal einen Fotoapparat nehmen, der ist sehr aktiv auf jeden Fall. Ich guck mal gerade, ob die... Ach schade, haben nicht gezählt, haben die falsche Tür wahrscheinlich erwischt. Wir haben noch gar keine Fotos. Ich hole mir zum Schutz ein Kruzifix und dann komme ich wieder. Bewegungssensor war gerade aktiv. Können wir hier noch irgendein... Ich meine, schön wäre es auf jeden Fall, wenn wir Licht anhaben, weil dann droppt unsere Sanity ein bisschen weniger. Er hat das Klavier angefingert. Das erste Mal. Ich habe hier die Musikbox. Echt jetzt? Du weißt schon, dass wir dann instant sterben. Ja.
Aber wir müssen auch irgendwann eine Mutprobe machen. Tja, was fehlt denn noch als Beweis? Also ich hatte da ein Klavier Frost gehabt. Ja. Und naja, Tom hat ja noch zwei Beweise, das heißt eigentlich Box und... Stimmt auch wieder. Eigentlich müssten wir jetzt sozusagen raten. Und Rio. Er ist auf jeden Fall halt auch relativ oder ziemlich aktiv, finde ich. Ja, ich habe auf jeden Fall Frost da hinten gehabt. Es könnten vielleicht sogar die Zwillinge sein. Schwierig. Ja, im Prinzip kann man da so von den Beschreibungen, die man jetzt hat, eigentlich nur raten, ne? Also. Tja, man kann höchstens noch auslösen und hoffen, dass man was sieht, ne? Bei Zwillingen müssen es ja zwei Geister geben. Ja, das stimmt. Aber sehr risky und. Wenn beide Bewegungssensoren gleichzeitig angehen, wissen wir, dass es Zwillinge sind. Was macht der Unrio? Er macht. Okay, der Unrio macht. Na, wir könnten theoretisch halt auch eine Kerze anmachen, ne? Okay, magst du noch mal ein Räucherstäbchen mitnehmen? Also falls er ja, ach so, ich glaube, das Feuerzeug ist drinnen, ne? Ich habe eins. Also wenn er anfangen sollte zu jagen, dann räucher bitte. Ich glaube, er ist mehr hier hinten, ne? Hier steht auch noch eine Kerze. Kleine Kerzenecke da hinten. Da ist er lang gestiefelt. Da stiefelt er wieder lang. Die ist aus. Ah ne, da ist es. Aber jetzt ist sie aus, ne? Nee. Also, ja, sie sah so aus, als ob sie aus wäre, aber sie ist an. Das wird sein, kein Onri, oder? Oder ein einer, jetzt der ist sie sich. Aus. Nee. Also, Onri würde ich jetzt deswegen ausschlagen, eigentlich. Okay. Dann sagen wir mal, wir folgen der Logik. Also, es ist kein Onrio. Dann sind es Zwillinge oder Mimik. Ich glaube, ich bin für Mimik. Er hat das Licht ausgemacht. Der kleine freche Geist. Das heißt, er will jagen. Wenn wir jetzt noch einmal reingehen, wird er jagen. Mutprobe. Okay. Komm, wir machen die Mutprobe einfach zusammen. Du hast noch ein Räucherli dabei, das heißt, wenn er jagt, dann räucher. Ich mache ein okay. Foto von der ganzen Geschichte. Das Und wir heißt, sagen,
Die Mutprobe ist. Was müssen wir machen? Die Mutprobe ist, wir holen dir das Spieluhr. Und machen sie an. Oh Gott, ja, das gibt auf jeden Fall eine Jagd. Okay. Oh oh. Licht geht nicht mehr. Wo ist sie denn? Ich weiß gar nicht, wo sie ist. Ich kann die gar nicht holen. Wo bist du denn? Du bist schon weg! Ich bin oben. Ja, Alter, du lässt mich die holen und, Ich hol sie doch. Achso, ich dachte, die wäre hier unten. Ich dachte, du lässt mich die Spieluhr quasi von da hinten holen und versteckst dich schon oben. Ja, das wäre natürlich ganz ausgebufft, ne? Also ich hab's. Okay. Mach sie an. Okay, mach sie an. Oh, das hört sich schön an. Die singt dazu richtig schön. Sie ist ein Geistertrance. Okay. Denk dran zu räuchern. Sie hat mich, hast du geräuchert? Sie hat beide. Sie hat uns beide? Ja. Hast du geräuchert? Ja, klar. Sie kann uns beide gleichzeitig fressen? Das war immer. Naja, das ist wenigstens eine Sache, die mir jetzt beantwortet ist, weil ich habe mich immer gefragt, was ist, wenn sie einen beide gleichzeitig halt in so einem Schrank oder so findet. Es war ein Onryo. Okay, wir haben die Mutprobe erfüllt, sind leider dabei gestorben, haben unser ganzes Equip verloren, aber... Naja. Naja. Wir haben halt gesagt, in jeder Runde gibt es eine Mutprobe. Ich habe vor Schreck Schluck aufgekriegt. Ich habe auch noch ein Foto von ihr gemacht, aber das hat sie auch nicht aufgehalten. Tja. Sie war erst in der anderen Tür, in dem anderen Raum. Ja, sie hat erst da... Ja, ich habe auch gedacht, wir schaffen's. Leider. Ich meine, wir sind ja schon, waren ja schon ganz gut weit weg, ne? Irgendwie hat es uns gerochen. Die ist auf jeden Fall unten gestartet. Ja, erst hat sie so friedlich gesungen und dann... Bäm! Okay, sponserst du die nächste Runde? Ich habe gerade alles verloren. Ja, deswegen musst du ja alles sponsern. Neu sponsern. Also, ich habe ja auch alles verloren. Obwohl, nee, warte mal, ich hab noch was. Ich schmeiß mal das rein, was ich hab. Dann gucke ich mal durch. Das sieht gut aus. Ja, eine Kerze, ein Kruzifix. Bewegungssensor, Sanity Pillen, starke ist eigentlich alles dabei, also... Thermometer? Eins, ja. Reicht. Okay. So, last job. Wie viel hatten wir jetzt gespielt? Das war gerade die zweite oder dritte? Ich glaube, dritte schon, ne? Dritte, ne? Ja, machen wir noch eine. Haben wir gerade eine Statistik von 2 zu 1? Mal gucken. Dann mache ich wieder Profi. Mhm. Ich weiß nicht, also es ist echt nicht der Schwierigkeitsgrad, aber ich finde einfach mit diesen 3 Beweisen, das gefällt mir bei Profi einfach besser. Irgendwie. Wen haben wir denn hier? Patricia White. Okay, wir sollen den Bereich ordentlich ausräuchern. Sollen eine Kerze auspusten. Und wir sollen einmal entkommen. Ja, machen wir das auch. Boah, kicken wir mal, ne? Das. Das lasse ich nochmal hier. Hier von 2. Ein schönes ja, Farmhaus. Die macht schon was. Was macht sie denn? Läuft Sachen rum. Warum macht sie denn das? Vielleicht, weil du gesungen hast.
Ein schönes Farmhaus, das hätt gern jeder. Da macht sie schon wieder. Echt jetzt? Ein schönes. Hier. Ich muss einfach nur singen. Aber ich sehe nicht, was sie gemacht hat. Hier irgendwas am Tisch, eine Flasche umgeworfen. Keine Ahnung. Jetzt hat sie eine Tür aufgemacht. Ich habe leider noch kein Fotoapparat dabei. Licht ist noch aus. Ah, es war schon eine hohe Nacht. Die mochte mein Lied nicht. Deshalb werde ich wieder singen und sie mit meinem Gesang vertreiben. Gleich ein Achterli. Da war schon wieder irgendwie eine Tür. Ich wüsste gerne, wo das Licht ist. Es ist besser für unsere geistige Sahne. Ah, das Licht ist hinten. Geh mal jetzt da durch, genau, geradeaus. Nee, nee, zurück, zurück. Jetzt rechts. Ja, geradeaus. Nächste links. Genau. Und dann so schräg rechts durch. Ja, da ist der Stromli. Es an. Nice. Wenn wir das Haus erleuchten, nehmen wir ihr ihre Macht. Sie hat Macht. Ja. Politische Macht. Geistermacht. Ha, oh, ich hatte Mund. Auch wieder in der Küche oder woanders? Yep. So, Beweise, Gefriertemperatur. Ich würde auch sagen, wir nehmen mal eine Runde. Sonne steif. Ja. Aha. Zum Wohl. Prösterli. Da ist sie durch den Bewegungssensor geschlunzt. Okay. Fotoapparat. Wir brauchen Geld. Geld. Weil Geld regiert die Welt. Die Pflanze ist gerade bei mir schon wieder gehüpft. Ich mache mal in der Küche das Licht aus. Hier würde ich es gern anmachen. Hallo. Patricia? Patricia? Patty? Bist du hier? Oh, ist das duster. Wo bist du? Rede mit mir. Was willst du? Haben wir schon alles drinne?
Also Büchli und Box. Eigentlich schon. Gerade eine Einser-Aktivität. Das gute Feierabendbier, wir sind ja schon kurz vor Feierabend, habe ich schon mitgenommen. Fehlt noch ein zweites. Magst du ein Kruzifix mitnehmen? Ich nehme mal so ein Horchi-Gerät. Nicht, dass ihr nachher wechselt. Irgendwie ist es da gerade ganz schön ruhig, oder? Ach, wir müssen auch noch den Bereich reinigen. Dann mache ich das erstmal. Warum habe ich Fotoapparat wieder mitgenommen? Ich trage die kleine Flamme der Hoffnung in dieses Geisterhaus. EMF geht ab in der Küche. Okay, das müsste eigentlich geklappt haben. Huch. Achso, Feuerzeug liegt da. Ich hatte kein Interesse an der Kerze, ich wollte nur das Bier. Bewegungssensor ging vorne an der Tür, das warst nicht du. Also sie ist auf jeden Fall noch in der Küche, das ist schon mal gut. Okay, sie hat den Ventilator angemacht. Sie sagt old. Ah. Oh. Zwillinge, Onryo oder Mimik? Schon wieder. Vielleicht ist es ja die gleiche Geistin, die jetzt einfach so den Wohnsitz gewechselt hat und den Namen. Sie versucht hier unterzutauchen und eine fremde Identität anzunehmen. Hier liegt übrigens das Tarot-Kartenset. Zum Glück haben wir die Mutprobe schon hinter uns. Okay. Also by the way, ich finde diesen Sound von dem Ventilator finde ich ganz gruselig. Ich mache ihn aus. Es kann noch Orb, Fingerabdruck oder EMF sein. Ach so. Orb, Fingerabdrücke oder PDF. PDF. Wir können natürlich nochmal die Türen zumachen und hoffen, dass hier einer anditscht. Können Sie ja mal ganz kurz alleine lassen. Schick mal. Hä? Das hast du. Vielleicht auch nicht. Sie hätte Tech gesagt. Echt? Oh oh. Oh oh, das Licht flackert schon. Hast du die Pilz? Oh, die Tür. Da, die Tür. Wir müssen sie checken. Schnappst du dir schnell einen Fingerling? Hab ich schon. Achso, ich fotografiere sie. Von beiden Seiten. Nee, kein Fingerabdruck. Schnell wieder raus. Ich habe ein ungutes Gefühl bei diesem Geist. So, EMF oder Orb? Ach geil, das zählt doppelt. Du kannst die Tür von beiden Seiten fotografieren und dann kriegst du zweimal Takaritos. Das ist ja cool, das wusste ich noch gar nicht. Die kalte Seite gibt 2 Sternchen und die heiße Seite gibt 3 Sternchen. Oh, es war eine kurze, hohe Aktivität. Ich gehe mal kurz nach oben und checke, ob da vielleicht auch EMF irgendwo ist. Oder auf den Knochen.
Okay, ich gucke einfach noch mal kurz. Ich check mal ganz kurz die Kamera. Hatte einer noch dort? Ich hab's schon wieder vergessen. Ach nee. Also entweder Orb. Orb oder EMF5? Den Knochen gefunden. Nice. Ich meine, EMF-Ausschlag hatten wir schon, aber halt noch nicht so hoch, ne? Ist halt die Frage. Ich guck mal ganz kurz durch deine Kopfkamera. Dann kannst du einmal kurz den Raum abchecken wegen Orb. Kannst du noch mal einen Schwenkerli so am bisschen tiefer machen, so ein bisschen Richtung Boden? Ja, genau. Dann mach noch mal 360 Grad Rundumschwenk und dann, aber es sieht schlecht aus, also ich sehe hier nichts. Nixie Orb. Ne. Also ich meine, wir können natürlich auch einfach streichen, ne? Also wir können sagen, hier Geister Orb ist es nicht. Dann können es nur noch Zwillinge oder Mimik sein. Wenn wir Fingerabdrücke streichen würden, hätten wir Zwillinge. Und Fingerabdrücke hätten wir doch eigentlich gefunden, oder? Ich meine. Ja, Fingerabdrücke kann man streichen. Dann müsste es eigentlich. Müssten es Zwillinge sein. Tja, ich würde sagen, probieren wir unser Glück mal. Ja, ich denke auch. Obwohl ich gedacht hätte, dass Zwillinge irgendwie noch vielleicht aktiver wären. Hast du? Okay, dann gebe ich den Geheimcode ein von 1234. Gleich gibt's das Abschlussgeisterbier. Typmeister. Meister. Zwillinge. Zwillinge! Tschün. This was a good job. Ja, und mit dieser guten Abschlussrunde würde ich sagen, war es das mit Phasmophobia für heute. Und wenn euch die Runde gefallen hat, dann klar, unser Stream ist ja noch echt ziemlich am Anfang. Freuen wir uns natürlich über ein Like oder ein Abo, wie ihr wollt. Aber ansonsten freuen wir uns auch einfach nur, wenn ihr zuguckt. Und ja, euch das reinzieht, was wir hier so fabrizieren. Ansonsten wünschen wir euch noch also da spreche ich jetzt einfach mal für Marek mit, einen schönen Rutsch ins neue Jahr. Ne? Und dann sehen wir uns 2022. Bis dann. Ciao. Ciao.